Rettungsdienst. Wo genau ist der Notfallort? Hier spricht Beate Schümann aus Kisdorf. Ich stehe hier bei Bauer Berger und ich glaube, es brennt. Ja, welche Straße in Kisdorf bitte? Der Hof ist in der Dorfstraße. Dorfstraße, ja, okay. Haben Sie noch eine Hausnummer? Nein, kann ich hier leider nicht erkennen. Der Bauernhof Berger, ja? Ja, genau. Können Sie sehen, was dort brennt? Es ist die große Halle. Können Sie sehen, ob noch Personen im Gebäude sind? Keine Ahnung, ich bin hier gerade mit meinem Hund vorbeigekommen. Frau Schümann, dann halten Sie sich bitte für die Feuerwehr erreichbar. Die Feuerwehr ist alarmiert und auf dem Weg zu Ihnen, ja? Ja, das mache ich. Danke. Auf dem Melder steht Feuer groß. Brennt Halle in der Dorfstraße. Das kann nur der Backhof sein. Ich habe aus der Richtung auch schon Rauch aufsteigen sehen. HLF-Anfahrt über Köhlertüte. LF-16 speist das HLF. Und die LF-10 übernimmt die Wasserversorgung vom Hydrantenschmuck Bergmann. Der 6511 hört, wir wurden alarmiert. Frage, Einsatzstichwort, Einsatzort und mit alarmierte Kräfte. Kisdorf, Dorfstraße bei Landwirt Berger. Dort besteht ein Feuer in der großen Halle in der Dorfstraße. Vermutlich noch Personen im Gebäude. Feuer, Dorfstraße, Brenthalle, vermutlich noch eine Person im Gebäude, ein RTW, ein NEF und die Pool mit raus, verstanden. An alle Kisdorfer Fahrzeuge 6648-1 Personenrettung vorbereiten. Angriffstrupp ausrüsten mit Atemschutz. Ralf, du machst den Melder. Alles klar, verstanden. Alles klar, verstanden. Was ist hier los? Susanne, ein Glück, geht's dir gut. Wo ist mein Mann? Weiß ich nicht. Ist er etwa da drin? Als ich gegangen bin, war er in der Werkstatt. Oh no. Nein, nein, Susanne, bleib hier. Guten Tag, ich bin hier der Einsatzleiter. Habt ihr uns gerufen? Ja, das war ich. Heinz ist da noch drin. Wisst ihr ungefähr, wo der im Gebäude ist? Er wollte den Anhänger reparieren. Mehr weiß ich nicht. Gibt das nur die eine Tür oder noch andere? Ja, aber die sind verriegelt oder zugestellt. Macht euch keine Sorgen, wir werden ihn schon finden. Nils bleibt bei euch. Wenn ihr noch was habt, dann sprecht ihn bitte an. Jan, noch eine Person im Gebäude. Zugang nur über diesen Eingang. Wasserversorgung, Hydrant-Kühlertüte zum Einsatz vor. Eine Person im Gebäude, einmal Nebeneingang benutzen und Wasserversorgung über die Kühlertüte. Oh,
Ob Sportunfall, Panne oder Krankheit, es können nicht immer alle Feuerwehrleute rechtzeitig zur Stelle sein. Allein hätte er diesem Mann das Leben nicht retten können. Die Feuerwehr braucht viele Kameraden, auf die sie sich verlassen kann. Die Feuerwehr braucht dich.